treffen sich die Freunde. Ich will sie nicht hören. Ja, jetzt treffen sich die Freunde. Ja, liebe Zuschauer, und hier hätte man noch Stunden zuhören können. Herr Schiller ist 93 Jahre, aber jetzt hat der Bürgermeister von Ormeswiller das Wort. Dann wird ein Baum gepflanzt. Es war eine beeindruckende Feier. Nehmen Sie einfach daran teil. Bitte schön. Voilà pour la photo. Voilà. Gut so. Bravo. Das sind nun die französischen Mitkämpfer oder Gegner von damals. Und hier eine besondere Persönlichkeit. Das ist der Generalkonsul von Polen in Frankreich. Denn ein Pole ist von Belgien kommend freiwillig zu den Franzosen hier gegangen, hat freiwillig mitgekämpft und bei einem Sturmangriff 100 Meter war er tot. Das wird jetzt honoriert, auch von den Polen, durch Entsendung eines Botschafters. Amen. Ja. Das ist voll in 2000, ja. Avant de passer la parole à Robert Samar, il y a quand même, vous voyez le drapeau européen qui recouvre cette pierre. Voilà. Und nun stellt man sich zur. Nein, jetzt wird erst das Denkmal enthüllt, das daran erinnern soll, dass man sich 70 Jahre später nochmals hier getroffen hat. Das 32. Infanterieregiment aus Tours und das Regiment 127 von Zweibrücken. Ein Gedenken an das, was sich im September 1939 hier ereignet hat in der Region und was eine ewige Mahnung sein soll, dass sowas nicht mehr passiert. Auch hier wieder einer der französischen Soldaten, der beteiligt war. Es war, wie schon gesagt, eine beeindruckende Gedenkfeier. Contrairement à votre personnalité, chez les anciens combattants, le sentiment de paix est beaucoup plus profond. Ils ont vécu la guerre, ils peuvent donc mieux apprécier les bienfaits de la paix possible. Et vive la paix! Ich möchte auch ein paar Worte sagen, leider nur auf Deutsch. An erster Stelle ein großes Merci, Dankeschön an euch beide, meine Freunde, Maurice Neveu und Robert Wienermarkt, dass ihr überhaupt den Mut gehabt habt, 70 Jahre nach Kriegsbeginn so ein Treffen nochmal zu wagen. Unser französischen Freunde. Ich muss leider sagen, von uns deutschen Soldaten bin ich der Letzte hier. Es gibt keinen mehr, der hier außer mir noch teilnehmen könnte. Aber wir haben von vornherein Wert darauf gelegt, wir sind keine Enemy. Wir sind nur Adversaire. Das ist ein sehr schöner, großer Unterschied. Und diese Freundschaft ist so wertvoll geworden und könnte für uns alle ein Beispiel sein. Und dafür meine ich auch, sei jetzt die Pflanzung dieses Baumes ein Symbol und ein Vermächtnis an alle, die nach uns kommen, darüber sich Gedanken zu machen, dass die Freundschaft mit einer so großen Nation oder zwischen zwei ruhmreichen Völkern sehr viel schöner sein kann, als sich gegeneinander zu bekriegen. Wenn wir uns heute hier sehen, wir können uns ja nicht vorstellen, dass wir einmal aufeinander beschossen haben. Warum dieser Unsinn? Wir haben das längst eingesehen und haben ja schon vor vielen Jahren die gemeinsame Gedenkstätte für unsere Gefallenen auf beiden Seiten errichtet.
Wir haben uns hier gegenüber gelegen zwischen Brennschbach und Altheim. Wir auf der anderen Seite, die Franzosen hier. Das die Gelände, das war zwischen zwei Brücken und der Grenze genauso geräumt von allen Bewohnern wie von hier in das innere Frankreich. Und wozu dieser ganze Unsinn? Jetzt sind wir Freunde und dafür stehen wir heute hier. Und dafür möchten wir euch alle bitten, das Vermächtnis an die Kinder, an die Enkelkinder weiterzutragen, diese Freundschaft, so wie der Baum wachsen, blühen und gedeihen möge, so möge diese Freundschaft zwischen unseren beiden Völkern auch wachsen, blühen und gedeihen. Ja, bravo. Und in Japan ist es bekannt, dass diesen Baum 1945 die Hiroshima die Bombe überlegt hat. Also das war der einzigste Baum, wo nichts zerstört wurde, die keine Reaktion auf der Atombombe aufgenommen hat. Und im Frühjahr 1946 hat der Ginkgo wieder voll sein Laub gehabt und trotzdem waren die Gebäude total zerstört. Also mein Wunsch war, der Ginkgo, Zeichen des Lebens. Und das habe ich doch gar nicht gewusst. Ja. Man lernt auch mit rein und dazu. Das war mein Wunsch, für diesen Baum zu pflanzen hier auf der Kapelle. Dankeschön. Ja, auch hier Hochachtung vor dem französischen Bürgermeister, dass er in Deutsch gesprochen hat. Hier der Sohn des Herrn Schiller, Eckhard Schiller aus Zweibrücken. Große Ehre, den Oberbürgermeister der Stadt Zweibrücken zu vertreten. Er hat mich gebeten, Ihnen seine Grüße zu überbringen, was ich hiermit gerne tue. Und zwar insbesondere den Veteranen auf der französischen Seite, als auch den Veteranen auf der deutschen Seite. Er hat mir außerdem aufgetragen, und das finde ich ganz besonders lobenswert, da ich selber im Stadtrat bin, finde ich das lobenswert, Ihnen einen Umschlag zu überreichen, der sich ein wenig an diesem Baum oder auch an den Feierlichkeiten beteiligt. Ich tue das sehr gerne, weil ich weiß, dass es keine einfache Aufgabe heute im Zeichen der Wirtschaftskrise ist, eine solche Feier zu planen und zu organisieren und durchzuführen. Deswegen auch von deutscher Seite dafür ein ganz großes Dankeschön. Vielen Dank. Also Sie danken ganz herzlich der Oberbürgermeister Herr Reichling von meiner Seite. Und Herr Schiller, Sohn, vertretet der Oberbürgermeister Herr Dr. Reichling von Zweibrücken. Und Herr Schiller ist der Sohn vom letzten Veteran vom 127. Grenzinfanterie von Zweibrücken. So, das war eine. So schließt sich der Kreis, ne? Un discours honore, c'est bon. Qui aujourd'hui honore le premier soldat polonais mort pour sa patrie, le soldat Duenko, le premier soldat qui est tombé en 39, en septembre 39. Voilà. Le 10 septembre, précisément. Monsieur le conseiller, vous voulez peut-être dire quelques mots? Der Bürgermeister stellt jetzt den Generalkonsul der Republik Polen vor, die es sich nicht hat nehmen lassen, auch hier zu sprechen, denn ein Pole ist auf französischer Seite, wo er sich bereit erklärt hat, freiwillig gegen die Deutschen zu kämpfen, die ja um diese Zeit Polen überfallen haben, ist hierher gekommen, um dieses Mannes zu gedenken. Wir konnten dann mit dem polnischen Generalkonsul noch sprechen. Er ist sehr interessiert. Und als wir ihm erklärten, da von diesem hohen Berg runter, dort drüben, liegt in einem Tal Schloss des Polenkönigs Stanislaus, da war er doch überrascht, dass an dieser Grenze so viel zusammenspielt. Und er hat sogar erklärt, er wolle einmal wiederkommen, um auch das Friedliche hier kennenzulernen, insbesondere diese Kinder, die von dem Krieg gar nichts mehr wissen werden, die die Fähnchen schwenken der beteiligten Nationen und auch Europa.